In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch des Bilstein B4 Luftfedermoduls an der Vorderachse der Mercedes-Benz S-Klasse W220 mit 4MATIC. Halten Sie sich an die im Film gezeigten Anweisungen. Erneuern Sie Luftfedermodule immer paarweise. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedermodule ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedermodulen handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie das Luftfedermodul aus der Verpackung und kontrollieren Sie es vor der Montage. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Messen Sie die Länge des Bilstein-Luftfedermoduls und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Mindestlänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung! Dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Öffnen Sie den Sicherungskasten im Motorraum und entfernen Sie die Sicherung für die Luftversorgungsanlage. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Demontieren Sie die Räder. Überprüfen Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten am Luftfedermodul stets den Zündschlüssel ab. Demontieren Sie die Anlenkung des Höhenstandsensors. Trennen Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitungen des Luftfedermoduls. Überprüfen Sie die Leitungen und Steckverbindungen auf eventuelle Schäden. Demontieren Sie die untere Befestigung des Luftfedermoduls. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig oben am Luftfedermodul, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Demontieren Sie die oberen Befestigungen des Luftfedermoduls. Das Luftfedermodul kann nun entnommen werden. Die Montage der neuen Luftfedermodule erfolgte in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber erst unmittelbar vor der Montage. Setzen Sie das neue Luftfedermodul ein und verschrauben Sie es an den unteren Befestigungspunkten handfest. Montieren Sie die oberen Befestigungen des Luftfedermoduls. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss des Luftfedermoduls und entnehmen Sie vorsichtig den Dichtungsring. Erneuern Sie den Dichtungsring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Montieren Sie die Druckleitung am Luftfedermodul. Beachten Sie hierbei das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Drehmoment.
achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Ziehen Sie die unteren Befestigungsschrauben des Luftfedermoduls nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers fest. Verbinden Sie die Steckverbindungen der elektronischen Leitungen und befestigen Sie die Zuleitungen in den zugehörigen Haltern. Montieren Sie die Anlenkung des Höhenstandsensors. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Setzen Sie die Sicherungen für die Luftversorgungsanlage im Sicherungskasten im Motorraum ein. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens 2 Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebeeinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebeeinrichtung zulässig. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bilstein. Drive the Legend.